So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Raid am Mittwoch, am Donnerstag dann für euch. Ich nehme das zwar jetzt am Mittwoch noch auf, aber ich nehme es am Mittwochabend auf. Das heißt, ein bisschen dunkler als sonst. Das heißt, der Adi ist gerade wahrscheinlich mit Ach und Krach runtergefallen vom Schrank, quer durch die, durch den Pfandbeutel in den Pappbeutel. Das klingt auf jeden Fall gut. Das werden wir uns nachträglich mal anschauen. So, das ist eine neue Folge. Raider Mittwoch am Donnerstag. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ihr habt gestern am Mittwoch wieder eingeladen in der Cresselia Raid-Stunde. Das hat wieder Spaß gemacht. Das war wieder spannend. Leider kann man ja nur noch 5 Einladungen schicken. Wir können nur noch 5 Fan-Raids da machen. Ansonsten ist die Raid Mania ja immer mein absolutes Lieblingsformat. So, ich will nicht länger reden. Wir kommen jetzt zu euren Einsendungen. Wenn ihr was habt und auch einsenden wollt, dann schickt mir das halt einfach bei. Hier über Telegram, Discord, Instagram, Facebook, WhatsApp, was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt so viele Wege, wenn ihr was Cooles gefangen habt und das der Community und den anderen zeigen wollt, könnt ihr das gerne tun. Jetzt aber Videostart kommen, würde Natururin sagen. Wir fangen an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Jewel. Alle in den letzten 24 Stunden. Nur der Dino ist Gebrüder. Die Schildkröte nicht, wie man an den Werten sieht. 1. Also, das sind die Gebrüder Schildkröte, die Gebrüder Dino, die heißt natürlich gebrütet. Der Dino ist gebrütet. Hier ein Galapafloss Shiny mitgenommen, Ammonitas auch noch dabei, Lilje als Shiny, Balgora grüßt vom Felgenbaum in Aichi, Japan. Der ist gebrütet, siehst du an den Werten. Timo zeigt uns, bei unserem Rewe gibt es zwar keinen Gönnergy, aber Samyang. Wenn ihr Samyang-Fans seid, dann schaut mal bei euch im Rewe-Sender, ob da auch schon Samyang jetzt rumsteht. Wir haben das hier in Meiningen letztens auch gesehen, dass plötzlich Samyang in den Regalen steht. Fast alles gleich wieder rausverkauft, finde ich sehr gut. 1,89 ist auch ein guter Preis, da kann man ruhig mal zuschlagen, wer das nicht kennt. Bier-Benny, 100% Glücks-Regi-Eliki aus einem Glückstausch bekommen. Das ist auf jeden Fall cool. Ich sammle ja 100er Legendäre, alles andere, darüber hätte ich mich auch gefreut. Ich habe das nicht, ich muss erstmal die tauschen, bei denen ich die XL-Bonbons voll habe. Weil das, was eh nochmal in die Raids kommt und vor allem auch als Shiny eingeführt werden kann, das holst du dir halt dann nach und nach, wenn es die App hoffentlich so lange noch gibt. Lenzhard, Shiny Onyx hier ist ja immer erhöht von der Shiny-Rate her, das Onyx. Übrigens, das hier kein Schocker der Woche. Das ist zwar krass, das ist zwar cool, das ist zwar genial, aber der Schocker der Woche ist so viel tausendmal noch interessanter und nützlich ist beides nicht, kann ich jetzt schon sagen. Jason aus Elm, Glücksfreund geworden mit mir, genauso wie Flex haben auch schon getauscht. T-Tomic, Glücksfreund geworden. Dann Reike zeigt uns am Roten Meer Ägypten ein Shiny Imantis gefangen. Die sind gerade im Urlaub. Grüße gehen raus an der Stelle. Bisa-Fan Enzo war in London. Grüße an die Londoner, die da in London waren. An Julchen zum Beispiel auch. An Bisa-Fan Enzo ganz stark. London war sensationell. So viele Trainer aus allen möglichen Ländern zu treffen. 61 Kilometer abgerissen. 105 Shinies gefangen. Hier meine Highlights. Ganz vorne dran dieses 100%ige Shiny Amarino. Dass das ein 100er ist, das ist auf jeden Fall cool. Shiny war ja erhöht mit Ticket hin und her. Das ist frisch im Spiel. Es ist ein richtig krasses Teil. Ist es nützlich? Nützlich ist es, glaube ich, nicht. Sieht aber verdammt gut aus. War für mich trotzdem nicht Schocker der Woche. Dann ganz neu natürlich Araqua. Wurde auch zum GoFest jetzt als Shiny eingeführt. Aerodactyl mit Bauchtasche, Kostüm beim GoFest, sogar ein richtig gutes 96er, insgesamt 5 Stück von den Teilen da mitgenommen, Emolga 100% mitgenommen, Incognitos gab es wieder mit Diamond und Ausrufezeichen, das M und das Ausrufezeichen waren neu als Shiny, er hatte das O, das A, das A, das A und das... Wenn ihr wisst, was das letzte ist, dann schreibt es mal in die Kommentare, genau. Dann noch das Pikachu, das es ja jetzt bei den 3 Go-Festen gibt. Beim Globalen gibt es dann eben 4 andere. Pantimos, Galapandimos. So selten mega krasses Shiny gewesen. Jetzt bei den Go-Festen schmeißen die es nochmal raus. Das ist sehr gut. Manche kriegen es eher, manche kriegen es später. Go-Feste eignen sich immer, um die Sachen, die man noch nicht gekriegt hat, noch nachträglich zu holen.
Chillern Relaxo hier, 9 Shiny Relaxo mitgenommen, da auch einen ganzen Sack voll, das Schnee Formio mitgenommen, in der Eis-Variante, Schnee mit Eis dran, ihr versteht. Das auch relativ selten, würde ich sagen. Scaraborn gab es ja auch im Habitat, das zweimal mitgenommen. Leider beides das Weibliche, so wie es aussieht, einmal männlich, einmal weiblich, wäre noch genialer gewesen. Hopfenschnitzel zeigt uns, warum werden so Ruden freigeschalten? Das habe ich aus dem Fanchat, das Bild, das wollte ich trotzdem mal hier mit reinnehmen. Manche können noch keine Ruten erstellen. Manche können Ruten erstellen und dann kommt sowas bei raus, wo du dir an den Kopf greifst und denkst dir, alles klar. Jetzt weiß ich, wieso nicht jeder Ruten erstellen darf, also gut. Selal, 100% Glückskapuno, 100er Parfi mitgenommen. What other see, what I see. Also das sehen die anderen, das siehst du natürlich. Drück X, um es aufzuheben. Einfach eine Waffe für irgendwas. Da wieder lustiges Bild, was ich so mit reinnehmen wollte. Bilden Sie einen Satz mit dem Wort Spektrum. Ich hätte jetzt gerne eine Wurst mit Spektrum. Applaus von allen Ecken. Das habe ich vorhin Bubsi vorgelesen. Die hat einen Satz mit Spektrum gesagt. Dann habe ich das vorgelesen. Da hat sie dumm geguckt. Das war leider so. Selal hier. Shiny Miraplan noch mitgenommen. Shiny Flauschling. Shiny Tuska. 100er Miraplan. Glückshunde, das Snubbull aus einem Tausch, Wablu in 100%, Kaiser Kai, der auch sagt, traden lohnt sich immer, hat ein bisschen getauscht, hat ja auch 100% Glücksstaralili mitgenommen und 100er Balgoras aus dem Tausch erhalten. Erlöst es, 100% Tansa, ein kostenloses Mitbringsel aus dem Urlaub. Oberstdorf, Bayern. Wo machst du denn Urlaub? Beim Hannes in Bayern. Auf jeden Fall 100% erlöst. Tansa, immer noch Kaiser Kai. Noch ein Shiny mitgenommen. Shiny Tarnpignon. Wo ihr das Shiny ja nur erkennt, wenn ihr es eigentlich rumdreht, weil dann statt rot das eben so lila ist. Ist aber cool. Finde ich richtig genial, dass es solche Sachen gibt. Timo, Shiny Amaldo, Shiny Wheelie hier mitgenommen. Seine Buddies, die machen spielen Huckepack. Da das Garados, das Lavados einfach auf dem Rücken drauf. Das sieht auch cool aus. Alexander Ahringer, endlich Shiny Parfi in Pokémon Go. Diesmal hat er keinen Schilling gefunden. Lecker goldene Eier zum Frühstück. Shiny Owei beim Sören. Und feines Perlchen zum Feierabend. So. Frühs Eier, abends Muscheln. Boah, ich hätte gerade die Nudeln nicht essen sollen. Mir stößt jetzt die ganze Zeit auf. Paco, das ist was, was ich noch brauche, wo ich schon eins hab und noch aufs zweite warte und dann will ich es auch mal irgendwo entwickeln. Shiny Pam Pam. Ist ja in den 12 Kilometer Eiern, müsst ihr also immer Rüpel und Bosse besiegen, damit ihr 12 Kilometer Eier aufnehmen könnt, um dann die Möglichkeit zu haben, Pam Pam zu brüten und auch in Shiny. Also, habt ihr die Familie schon voll? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Spaß. Ah, hier, Paco, im Pokédex registriert. First Raid, yes, sir. Er hat mitgemacht, als wir die Mega Rayquaza Raids angeboten haben, 2 Tage lang. Und hat im ersten Raid, den er mitgemacht hat, Shiny bekommen, sein allererster Rayquaza Raid im Pokédex registriert und als Shiny direkt. Also da war er auch sehr glücklich. Dann hier ein bisschen getradet wieder mit Mario. Haben wir ein Mario Ran, 100% Glückstratini, Hopspross mitgenommen, 100% Shinies, Mirapla, Pandimos, Zickzacks, ein Mario Dos, ein Dos Mas auch in 100%, Pandimos Go Plus, 4 Sterne. Another One, Owei, auch aus dem Go Plus, ja. Und Lilminip in Shiny, was jetzt zum Gläserner Glitzergarten eingeführt wurde, aber auch zu den Go-Festen da war. Paco, mein Schocker der Woche, also immer noch Paco, 2x 0 Zellen finden, nachdem man 2,5 Kilometer Ruden abläuft, mache ich irgendwas falsch oder sowas. Jetzt geht's bei ihm hier um die Anzeige, das oben steht in Klammern 0. Zygarde-Zellen wurden in den Zygarde-Würfel gesaugt. Meiner Meinung nach ist das ein Missverständnis. Wenn du nämlich rumläufst und da ist keine Zygarde-Zelle, dann erscheint auch dieser Text nicht. Wenn du rumläufst und da ist eine und du drückst drauf, dann hast du eine aufgesammelt. Die 0, die da steht, ist, glaube ich, ein Anzeigefehler. Normal müsste da stehen, 1, 2 oder 3 oder so wurden in deinen Würfel gesaugt, da steht aber 0. Weil es die Anzahl nicht richtig erkennt, du aber, wenn du das siehst, trotzdem eine gekriegt hast. Denn es ist ja nicht garantiert, dass am Ende diese Zahl kommt und du dann da drauf drückst. Nein, es ist ja, glaube ich, kann auch sein, ich rede komplett Schwachsinn, erscheint das immer nur, wenn am Ende einer Rude eine Zelle aufblitzt, du drauf drückst, die eingesammelt wird, dann kommt diese Nachricht oben.
aber es steht dort 0, obwohl du gerade was aufgesammelt hast. Und wenn da nichts liegt und du nirgendwo drauf drücken kannst, weil da nichts liegt, erscheint auch nicht diese Nachricht. Also, das ist, ich hoffe, das ist so, wie ich es gerade gesagt habe. Christoph hier, vielleicht für Raider Mittwoch, zweiter Cresselia Raid überhaupt. Einen gemacht, zweiten gemacht, Shiny bekommen, Hunderter bekommen, Hunderter Shiny Cresselia. Das ist cool, das ist eigentlich noch cooler als das 100%ige Regieleki, vor allem weil das ja nicht Shiny war, aber das ist Shiny und 100%, da kommen mehr Sachen zusammen, wie bei dem anderen, weil es ja eh ein garantierter Glückstausch war, für mich aber trotzdem nicht. Schocker der Woche. Pokehunter für Raider Mittwoch hier, Amarino Shiny mitgenommen, genauso wie Ineko, Flauschling zweimal und Mirapla. Sieht alles auch sehr überschaubar aus. Hättet ihr viel mehr schicken können, aber ich belasse es bei meinen persönlichen Highlights vom GoFest London Blood and Tears. Hat mir hier geschickt. Pandimos in Shiny, Araqua Shiny, Ibis Shiny, Scaraborn Shiny, Pikachu und Flampion, Vipitis, Formeo, Incognito, Ausrufezeichen Shiny, das hat jetzt auf jeden Fall einen richtig guten Wert. Und was cool ist, sie hat auch noch dieses 100% Gala Pantimos reingepackt. Irgendwie habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es das da gab. Ich weiß gar nicht, ob ich einen 100er habe. Vielleicht auch nicht. Müsste ich mal nachgucken. Weiß ich gerade nicht, aber ein Pandifrost zu entwickeln und hochzuziehen ist auch eine feine Sache, die man unbedingt machen muss. In London, sowie New York dann auch und Osaka gab es auch wieder diese Odds-Karten, Odds-Fang-Karten, dass ihr den Hintergrund habt. Sie hat wohl hier ein Ibeltal-Raid gemacht und dieses Bacon Shiny bekommen, mit dem Hintergrund von London, das cool in der Sammlung natürlich nochmal zu haben. Dann auch aus einem Raid hier, das Aerodactyl mit der Abenteurertasche und hier seht ihr nochmal das 100% Galapantimos. Maggie, 100% Flapterix, gebrütet, Amarino, Shiny, Lilminip, Shiny, Flauschling, Shiny, Shenaya, Random Tausch mit dem kleinen Account, 100% Viscora, Lucky und erlöstes 100%iges Aerodactyl, Aerokack-Sprühl, was sie dann natürlich auch zu einer Mega-Entwicklung machen kann und das ist eigentlich cool, weil das Ding ist Flug und Gestein. Kämpf mal damit gegen die Galavögel, gegen die Kandovögel. Du bist effektiv, weil du ja mit Gestein angreifst, boostest aber gleichzeitig auch noch die Bonbons, die du kriegst, wenn du die fängst, weil die ja auch Flug sind. Also, das ist richtig cool. Aluhut, auch seine Ausbeute hier mit einem Shiny Schlappohr, Balgoras, Zickzacks, Kack, Sprühl, Tuska, Schilderus, kann ich nicht lesen, Anorith, Cognodon, Kabuto und nochmal Amarino. Von jedem eins muss reichen, perfekt. Das mache ich mal kurz so, bevor das hier ausgeht. Benjamin Engel, Duo Raid, Cresselia. Mit nur Mega Despoda im Duo geschafft. Der Boss hatte Konfusion, Aurora Strahl. 24 Sekunden über. Bei der Raid Mania am Mittwoch musste ich auch gezwungenermaßen mit das Erdnuss ein Duo Raid machen. Mega Despoda und anderes Zeugs. Da war zwar ein Dritter erst drin, aber der war direkt wieder weg. Der hat einen Kangama gehabt und damit gekämpft. Wir sind bei 5 Sekunden oder so sind wir fertig geworden, das gemacht und es ging der Arsch auf Glatteis. Heiko, schaut mal auf den Raid. 13.15 Uhr Raid mit Despoda, 13.17 gefangen, Despoda, 21.91, das ist ein 100%iges. Am gleichen Tag 13.24 Raid gemacht, 13.26 gefangen, Regidrago, 21.24, das ist ein 100er. In 2 Raids nacheinander 200er gezogen, das ist eigentlich auch richtig krass, das müsste eigentlich auch Schocker der Woche sein. Hat er hier nochmal gezeigt? 4 Sterne, Alter 0 bis 7, da habt ihr Despoda, da habt ihr Regidrago. Dahinter hat er auch noch ein paar andere Sachen geholt. Die dürfen wir uns nicht angucken. Wir gehen. Was? 4 Aero-Kack-Sprühl, 100. Na gut, das ist. Es geht um die 2 Raid-Dinger in 100%. Cumulus, mit einem kleinen Account getauscht in Mexiko, Stadt hier, Sekrom. Aber. Das Normales, ne? Sekrom, 100%. Glücks-Sekrom, das ist wie Regieleki, deswegen konnte das auch nicht Schocker der Woche sein, weil das ist ja hier dasselbe nochmal. Cumulus, der erste dieser Serie, Cresselia Shiny mitgenommen. Dann noch ein Gala Smogmog, was ich besonders cool finde, haben ja viele gar nicht auf dem Schirm, dass es das Pokémon überhaupt gibt und dass es Shiny sein kann. Nimmt man gerne mit, sieht immer wieder gut aus. Cumulus, und der darf nicht fehlen hier, Zickzacks, aber das hat sein Sidey gehabt, das schickt man einfach weg. Cumulus nochmal, endlich auch auf dem richtigen Account. Danke an New Blue Moon. New Blue Moon. 100% Gagge.
heißt 100% Göcke auf jeden Fall mitgenommen, aber ist auch wieder ein Lucky, Shiny, nee, ein Ach, ein Lucky, was Shiny? Nehmen die Folgen nicht abends auf. Ein 100% ein legendäres, wie eben dann bei Regie Elegie oder bei dem Sacrum, was wir da haben. Brainy Stendhal. Zickzacks normal 100%. Julian Eisenstein 2006. Shiny Chriselia. Balu kurz vorm C-Day noch Balgoras mitgenommen. Dann hat er seine C-Day ausbeute. Die habe ich jetzt mal weggelassen. Das war mir alles so. Zwei gefangen, zwei Shinies während C-Day. Ne? Kacksprüh aus dem Tausch, 100% Flapterix raus, dann hier nochmal 100% Aerodactyl, hä, auch kann er machen, Mega-Entwicklung, wird fett, Benji, Shiny Bisasam, Zickzacks und Flauschling, habe ich mal alles so hier reingepackt, mitgenommen, Laura dann, die Schwester vom Baloo, noch Cresselia mitgenommen, paar Shinies hier mit Rexblizzer, Bidize Pavi, Mirapla, ein Arktos, ein Gala Arktos, da habe ich erst gedacht, Glückwunsch, das ist richtig cool. Dann gehe ich hier rüber, gucke mir die Samyang-Bilder ab, die ablenken sollen, schreibe krass. Dann habe ich oben gelesen Meisterball, also das hat sie gefangen mit dem Meisterball. Gut, mit 2,8 ist das schon eine Nummer, aber wie willst du jetzt die zwei anderen fangen? Und was ist, wenn das nochmal irgendwie anders... Für Galavögel würde ich den Meisterball trotzdem nicht nutzen, außer es gibt schon die Möglichkeit, dass man den im Shop kaufen kann. Und wenn ihr euren verbraucht habt, kauft ihr euch einen anderen und hebt den so lange auf, bis ihr den nächsten Vogel fangt. Aber man kriegt das auch so hin mit Geduld und Spucke, sage ich mal. So, Meisterball, das war Schocker der Woche jetzt. Nee, war es nicht, denn der richtige Schocker der Woche kommt jetzt. Also haltet euch fest, wir kommen zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, genau, jetzt ist der Zeitpunkt zum Festhalten. Jan, ich weiß nicht, wer das ist, hier steht Jan, hier steht Gemeinde Nähe von Ketsch, Baden-Württemberg, 100% Krypto, Regirock, wie gesagt, ist unnütz eigentlich, glaube ich, müsste unnütz sein. Wir haben schon so viele 100%ige Kryptos gehabt, aber ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich ein 100%iges Krypto-legendäres von Giovanni gesehen habe. Wohl bei den Apex-Dingern, glaube ich, war damals auch was dabei. Und Krypto. Krypto Muto gab es auch welche, aber das war ja auch in Raids dann. Da konnte man ja viel raiden, bis man 100er hat. Aber das ist ja eigentlich, du kriegst eine Forschung, du machst das, du hast diesen einen Encounter. Und dann hast du da plötzlich ein 100%iges rausgezogen. Das fand ich cool. Das hat mich im ersten Moment beeindruckt beim näheren drüber nachdenken. Wahrscheinlich ist es gar nicht so krass, oder? Wir lassen es mal stehen. Das ist der Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Die Dinger hat übrigens der Hannes mitgebracht. Und ja, also wollten wir noch mal gucken, was der Adi gemacht hat. Ich muss mal kurz aufstehen. So. Solmecke, wo sind sie? Ja, tolle Wurst, guck dir das an. Das stand nämlich eigentlich noch da oben durch. Und jetzt liegt sie unten und da ist der ganze Front. Ja gut, sieht, klang schlimmer als es aussieht, sagen wir es mal so. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi-Schatz. Alles Gute. Adi.